Dass der Zwickauer Weihnachtsmarkt zu den schönsten in Deutschland gehört, hat sich inzwischen herumgesprochen. Es ist nicht nur das Flair in der malerischen Altstadt. Es sind vor allem die über 100 Händler, die mit ihren Angeboten zum Gelingen des vorweihnachtlichen Treibens beitragen und dabei sogar noch etwas gewinnen können. Budenzauber heißt der Wettbewerb, bei dem Kultur Z zusammen mit der IHK und der Tourismusregion die Hütten in vier verschiedenen Kategorien bewerten. Die Sieger wurden am Sonntagnachmittag bekannt gegeben. Auch wenn der Himmel an diesem vierten Advent über dem Zwickauer Weihnachtsmarkt weinte, für vier Hüttenbesitzer ging kurz nach 17 Uhr noch einmal die Sonne auf. Die Frau Stiller und ich, wir sind im Grunde die letzten vier Wochen immer und immer wieder über den Weihnachtsmarkt gelaufen mit vielen, vielen Kollegen und haben uns umgeguckt. Flankiert vom Weihnachtsmann gaben Katrin Stiller und Ina Klemm auf der Bühne das Ergebnis des diesjährigen Budenzaubers bekannt und machten sich danach gemeinsam auf, den ahnungslosen Gewinnern zu gratulieren. Über Urkunden und Preise konnten sich der schönste, der freundlichste, der leckerste und der außergewöhnlichste Stand freuen. Die Sieger befinden sich alle auf dem Hauptmarkt. Und so war der Weg zur Preisverleihung nicht allzu weit. Der Bühne am nächsten ist wohl der schönste, als auch der mit Abstand außergewöhnlichste Stand aufgebaut. Groß war das Erstaunen bei Hus Räucherofen aus Seematal, als plötzlich der Weihnachtsmann mit zwei außergewöhnlichen Engeln in ihrer Bude auftauchte. Also auch im Namen aller Weihnachtsmänner sage ich Dankeschön. Der Hus-Stand ist ganz, ganz außergewöhnlich, hebt sich auch ab von allen anderen. Deswegen haben wir gesagt, der Hus-Stand, der hat es dieses Jahr auch ganz besonders nochmal verdient. Aber wie gesagt, einer unter vielen. Es sind alle Stände und alle Händler geben sich wirklich alle Mühe. Und man muss wirklich den Hut ziehen vor allen, die sich hier vier Wochen lang vor Weihnachten auf den Markt stellen, um die Leute zu bedienen und ihre Waren freizubringen. Raclette-Käse und verschiedene Glühweinsorten gibt es bei Bulla und Jacobi in einem besonderen Ambiente. Nach dem Urteil der Jury ist die rustikale Hütte mit einem kleinen, aber feinen Aufenthaltsbereich die schönste auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt. Wir haben uns überlegt, dass sie eindeutig dadurch, dass sie die Hütte so toll gemacht haben, dieses Jahr, auf jeden Fall dieses Jahr verdient haben, den schönsten Stand des Weihnachtsmarktes zu bekommen. Vielen Dank. Das haben sie ganz toll gemacht. Danke. Vielen, vielen Dank, dass sie da sind. Dankeschön. Das ist so ein kleines, also zur Urkunde quasi noch so ein kleines Präsent. Super gemacht, schön. Und ich habe auch schon allen Tieren des Waldes erzählt, was wir hier auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt für eine wundergemütliche Raclette-Hütte haben. Also, vielen Dank. Ja, das gefällt mir auch. Ich kann leider während der Geschenkeausgabe kann ich nicht vorbeigucken, aber ich mache das später mal. Fast hätten Carsten Bulla und Peter Jacobi auch noch die Lecker-Kategorie gewonnen. Wenn nicht Rudolfs Flammlachs gewesen wäre. Der mit Sicherheit wärmste Stand auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt setzte sich erneut gegen die Konkurrenz durch. Eigentlich kein Wunder, wenn man die Menschenschlange sieht und das, was die Chemnitzer rund um das Schumann-Denkmal in diesem Jahr aufgebaut haben. Ja, wir haben natürlich gesucht und haben auch überall probiert. Die Weihnachtszeit ist auch für uns immer eine ganz schöne Herausforderung. Und der Flammlachs schmeckt wirklich toll, ist wirklich empfehlenswert. Die letzten Tage auf jeden Fall nochmal zur Flammlachsbude kommen und den leckeren, frischen Fisch mitprobieren. Der Meinung war auch der Weihnachtsmann, trotz kleiner Bedenken. Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, gebe ich zu. Ich dachte, mein Rudolf ist als nächstes dran. Aber nee, zum Glück, den brauche ich nämlich noch. Ne? Heißt zum Glück nur zu, lasst ihn auch, wenn er nochmal erwischt, lasst ihn in Ruhe. Ne? Also ansonsten macht eure Arbeit so weiter. Bleibt noch die Kategorie freundlichster Stand. Hier waren sich die Juroren wohl noch nie so einig wie 2016. Unangefochtener Sieger wurde die Goldbrötchenbäckerei Jans Müller aus Kottengrün. Bei einem derart leckeren Angebot und einer so freundlichen Bedienung konnte sich der Weihnachtsmann nicht verkneifen, den strahlenden Siegern gleich noch das passende Ständchen zu bringen. Hatte er doch endlich herausgefunden, wo die Weihnachtsbäckerei auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt ist.
mal mit Hunden, das ist ja ganz aber safe. Weil die müssen ja alles immer backen. Manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht mancher Knecht eine riesengroße Sauerei. Nee. Also Leute, Weihnachtsmann, das schmeckt Dank. Hier ganz lecker. Vom Weihnachtsmann getestet und empfohlen. Dankeschön, lieber Weihnachtsmann. Gerne, Dankeschön, dass ihr da seid. Und vielen, vielen Dank. Und als das weihnachtliche Gefolge den Verkaufsstand längst verlassen hatte, war Ulla Jansmüller noch immer ganz überwältigt von ihrem Sieg beim Budenzauber 2016. Ja, ich freue mich wie verrückt. Ich freue mich wirklich richtig sehr. Und es ist ja nicht mehr mein Verdienst, es ist der Verdienst aller. Vor allen Dingen meiner Kolleginnen, weil die geben sich alle immer Mühe. Aber das Wichtigste sind die Kunden. Egal von wo die herkommen, die kommen. Ich kann es so sagen, weltweit kommen die zu uns. Und mit denen gemeinsam kann man eben auch gut verkaufen und freundlich sein. Und was nützt das, wenn man böse irgendwo steht und so? Da geht man doch selber nicht gern einkaufen. Und außerdem lieben wir unseren Beruf und wir lieben unsere Backwaren. Und da kann man das auch sehr gut verkaufen. Die Familie der Gewinnerin war Zeuge der Preisverleihung und mindestens genauso überrascht wie die Preisträgerin selbst. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe es auch nicht geahnt. Man redet drüber und so. Und das sage ich immer, ach ne, wir mit unterhalten. Weil bei uns ist immer halt schon immer viel los. Es wird viel halt gearbeitet. Ne? Und wo gehobelt werden, fallen Späne. Und das sieht halt auch nicht immer so fein aus wie in den anderen Hütten und so. Und naja, wie gesagt, und so wie wir sind, so sind wir. Und dass meine Familie halt heute mit da ist, da freue ich mich besonders. Den Erfolg ihrer Goldbrötchen macht die sympathische Vogtländerin, die ihr Herz auf der Zunge zu tragen scheint, nicht allein am Backrezept fest. An den Goldbrötchen ist es besonderer, dass alles mit ganz viel Liebe gebacken wird. Es sind alles Originalzutaten, die da drin sind. Es sind alte Rezepte, die es fast nicht mehr gibt, die fast vom, ich sag's mal so, Aussterben sei. Und das Besondere ist, dass alle zusammenhalten. Ob das unsere Mitarbeiter sei oder ob das die gesamte Familie ist, die Kollegen alle zusammen. Und das ist das Besondere. Das Ganze ergibt einen Sinn. Und so soll es eigentlich überall sein. Und man müsste ja oder man sollte ja auch die gesamten Gewerke erhalten, egal ob das jetzt die Bäckereien oder die Fleischereien sei. Und wir geben uns halt Mühe auf dem Gebiet der Bäckerei. Meine Kinder, mein Mann hat es den Kindern übergeben. Und wir versuchen das Ganze zu erhalten. Und das ist das Besondere. Seit 26 Jahren hält Familie Jansmüller dem Weihnachtsmarkt in Zwickau bereits die Treue. Mit Goldbrötchen wie mit Krapfen. Und die Leute, wie ich schon gesagt habe, egal von woher sie kommen, ob von China oder von Sosa oder von Blauen, egal woher, die freuen sich über die Krapfen und über die Backwaren bei uns und die lieben die. Ne? Und die kommen bei schlechtem Wetter und die kommen bei gutem Wetter und dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und vor allem ein schönes Weihnachtsfest, wollte ich auch gerade sagen, ein gesegnetes Weihnachtsfest und Gesundheit für alle, das ist das Wichtigste und ein bisschen Frieden. Dem ist an dieser Stelle nicht mehr viel hinzuzufügen, außer vielleicht den Hinweis, dass es die Goldbrötchen und Krapfen nur noch bis Freitag im freundlichsten Stand des Zwickauer Weihnachtsmarktes gibt.